So, wir sind am Wahlabend hier im Rathaus. Es ist jetzt ungefähr 19.30 Uhr. Es sind noch nicht alle Wahllokale in Castrop-Rauxel ausgezählt. Aber Herr Cravagna, als Bürgermeister erstmal gefragt, wie werten Sie jetzt so den Wahltag hier für Castrop-Rauxel? Vielleicht aber auch mit einem Blick auf die bundesweiten Ergebnisse. Ja, also erstmal bin ich erfreut, dass sich die Wahlbeteiligung deutlich erhöht hat. Da liegen wir gut im Trend und zum Teil auch darüber hinaus. Das ist ein schönes Ergebnis. Aber das haben sich alle Parteien, die hier in Castrop-Rauxel aktiv sind, auf die Fahnen geschrieben, eben dass die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Und das hat funktioniert. Ich bin heute den ganzen Tag durch die Wahllokale gefahren, habe die Wahlhelfer besucht und habe mich dafür bedankt, dass da auch die Menschen an den Wahluhren sitzen. Und da habe ich schon gespürt, dass es eine hohe Wahlbeteiligung wird. Und das hat sich am Ende auch gezeigt. Was glauben Sie, woran das liegt? Ich glaube, dass an sich das Thema Europa auch wirklich funktioniert hat. Also die Menschen begriffen haben, dass es eine Wahl ist, wo es um die Frage von mehr oder weniger eben Europa geht. Und wie man die Ergebnisse bundesweit eben sieht, haben sich die Menschen für ein Mehr an Europa entschieden, mit einem deutlichen Signal. Es gibt allerdings auch ein paar mehr Wähler, die sich für das rechte Spektrum entschieden haben. Also die Alternative für Deutschland hat hinzugewonnen, auch wenn das möglicherweise nicht so viel ist, wie es einige befürchtet haben. Wie ist da Ihre Einschätzung? Naja, ich glaube, das Ergebnis zeigt, dass alle Parteien gut darin beraten sind, wieder mehr zu den Menschen zu gehen und Kümmerer zu sein, also auf die Menschen zu hören. Wahlergebnisse sind immer auch Stimmungsbilder und nicht auf die Strecke gesehen, sondern Momentaufnahmen. Und deswegen ist es für jede Partei eben den Ansporn, bis zur nächsten Wahl das ernst zu nehmen und auch ein Stück weit an ihren Programmen und Inhalten zu feilen. Ich habe Sie jetzt erst als Bürgermeister gefragt, jetzt frage ich Sie mal als SPD-Mitglied. Sie sind ja dort auch im Parteivorstand ja groß geworden quasi und beziehungsweise nicht groß geworden, aber drin gewesen. Und jetzt als Bürgermeister legen Sie natürlich so ein bisschen die Parteibrille ab, aber dennoch, die SPD hat natürlich wieder ein historisch schlechtes Ergebnis gelandet. Das kann man über die CDU allerdings auch sagen. Wie ist da so, fällt da so Ihr Urteil aus heute? Ja, die beiden Volksparteien haben es wirklich nicht geschafft, den Zahn der Zeit zu treffen. Das hat was mit Programmatik zu tun, aber auch was mit Personen zu tun. Und gerade für die SPD wird es jetzt eine schwierige Zeit, in den nächsten Monaten in der Aufstellung da Veränderungen vorzunehmen. Ich glaube, das geht eben nur personell als auch inhaltlich, da neue Weichenstellungen zu nehmen. Das heißt, schon heute oder morgen wird da was passieren oder was ist so Ihre Vermutung? Ich bin kein Freund von Schnellschüssen, also das muss man nicht machen, aber man muss ernsthaft auch sagen, jawohl, wir machen einen Neuanfang, auch personell und eben auch inhaltlich. Ich glaube, sonst kann das nicht funktionieren, weil zum Teil einfach Menschen auch Personen mit Inhalten verknüpfen und im Moment sind die Personen zum Teil mit alten Inhalten verknüpft und das trifft nicht mehr ganz dessen, was die SPD sich auch als Programmatik gegeben hat. Da sind wir schon weiter, aber das muss man eben nach außen noch deutlich machen. Jetzt haben sogar bundesweit die Grünen ja offensichtlich die SPD bei den Stimmen überholt. Ist das für Sie eigentlich ein vernichtendes Urteil oder dass Sie nicht mehr an Nummer zwei sind zumindest mit der Partei? Nein, das ist immer, also wir sind wirklich Volkspartei. Das Volkspartei heißt ja nicht, dass wir immer über 40-50% haben müssen, sondern Volkspartei heißt, dass wir ein Angebot für das gesamte breite Spektrum der Bevölkerung machen. Das heißt, wir treffen schon Abwägungen zwischen bestimmten Grundwerten innerhalb unserer Partei, innerhalb unserer Programmatik. Deswegen sind wir da auch stolz drauf und wollen auch und sind auch Volkspartei und bleiben das auch. Natürlich hat es eine Partei, die nur auf ein Thema setzt, natürlich ein Stück weit einfacher, wenn das Thema gerade en vogue und ganz hip ist. Die SPD kümmert sich schon eh und je um die Frage von Umweltpolitik, aber wir haben es nicht geschafft, das nach außen zu stellen. Also ich glaube, inhaltlich müssen wir uns da nicht gegenüber den Grünen verstecken, ganz und gar nicht. Das machen wir schon länger als die. Aber wir müssen es eben auch nach außen hin gut vertreten und gut verkaufen. Und das geht eben, glaube ich, nur auch mit neuen Köpfen und manchmal auch ein bisschen zugespitzter. Da tun wir uns vielleicht manchmal ein bisschen schwer, auch mal kräftiger und manchmal auch ein bisschen zugespitzter zu sein. So, letzte Frage, was Sie jetzt gerade genannt haben in Sachen Klima. Da hat ein YouTuber namens Rezo in der vergangenen Woche für eine sehr, sehr große Welle gesorgt mit einem Video 55 Minuten. Haben Sie es eigentlich gesehen? Ja, ich habe es mir ganz angeguckt, habe die 55 Minuten nicht, aber auch die angebliche Faktenliste mir angeguckt. Was ich, um eine Kurzzusammenfassung zu geben, sehr unglücklich finde, ist, dass er immer wieder von Fakten redet. Aber das stimmt nicht. Es sind zum Teil Fakten, die sind aber unumstritten, die würde jeder unterschreiben. Aber andere Dinge und andere Links sind eben Meinungen. Und das, finde ich, geht in seinem Video unter, sodass es durchaus zu einigen Themen auch andere Meinungen geben kann. Es sind eben nicht nur Fakten, weil Fakten ist was unumstößliches.
Unauflösliches, was einmal in Stein gemeißelt ist. Aber es gibt eben auch Meinungen, die man anders sehen kann. Und das trifft er in seinem Video eben nicht ganz genau. Das finde ich schade. Ansonsten hat er nochmal aufgezeigt, dass alle Parteien eben daran arbeiten müssen, eben Dinge, ich glaube auch zugeschützter, populistischer im positiven Sinne, aber auch eben auf Social Media gut rüberbringen zu können. Und das können die bisher, können wir das nicht. Daran müssen wir arbeiten. Glauben Sie, dass er großen Einfluss hatte aufs Wahlergebnis? Nein, nein, das glaube ich nicht. Also er hat bei einer bestimmten Zielgruppe, hat er bestimmt das nochmal den Zahn der Zeit getroffen, aber der Großteil der Bevölkerung hat sich da, glaube ich, nicht dran orientiert.